Ein Lauf, der einen weniger ernsten Hintergrund hat, aber nicht weniger an die Nieren ist gegangen, ist der heute Niesen. Dort ist nämlich mit 11.674 Stufen die längste Stege der Welt. Und die haben Läuferinnen und Läufer heute müssen bezwingen. Wir wollen wissen, ob das jemand schafft, der kein Profi ist, wie zum Beispiel ein Reporter von uns. Himmlisches Panorama heute Morgen im Berner Oberland. Einer von uns muss aber wieder runter und der Tow, um wieder hier raufzukommen. Wir sind hier auf dem Niesen oben. Jetzt wird noch entschieden, wer die Stege rauflaufen muss. Adrian, Kopf oder Zahl? Ich sage Kopf. Also, da nicht Zahl. Kopf. In diesem Fall? Ja, der. Mach's gut, sieh du. Ich filme so gut ich kann, gell? Erst jetzt kann sich Adrian mental auf die längste Stege der Welt einstellen. Mit der Nummer 72 geht er an den Start, der Puls steigt. Ja, ich glaube, es war für uns beide ein bisschen speziell, dass wir zusammen am Morgen sind und beide im Sporttöni und nicht gewusst haben, ob wir jetzt laufen oder nicht. Aber ja, ich finde, das macht jetzt vielleicht auch noch ein bisschen aus. Das ist ja auch noch lustig. Ich hätte auch gerne gefilmt, aber also ich nehme die Challenge sehr gerne an, ich freue mich drauf. Oh ja, bin gespannt, wie das wird. Mit 10 Minuten Verspätung gilt jetzt um 7:30 am Morgen ernst. Meter. Okay, nur noch 100 Höhenmeter bis zur Mittelstation. Und während Adrian noch am Laufen ist, kommen schon mal die Ersten durchs Ziel. Das ist mein Heimberg. Jetzt habe ich eigentlich lange darauf gearbeitet, dass ich mal unter eine Stunde komme. Und jetzt ist eigentlich der Traum in Erfüllung gegangen. Es ist nicht wie ein Berglauf, es ist ganz speziell. Es ist immer ein Kampf. Und es ist ganz schwierig. Und du Vollgas immer. Ja, und Vollgas heisst es beim Adrian. Langsam bahnen sich die ersten Krämpfe. Aber geht ja nur noch 400 Höhenmeter. Und auch er schafft es nach etwas mehr als 2 Stunden. Ja, schon erschöpft. Also, der Schluss hat sich nochmal brutal gezogen. Dann siehst du so oben das Ziel schon. Und dann geht es noch ewig. Und dann, als die Stege fertig ist, längert es gleich noch hier auf, bis ganz auf den Gipfel. Ja, schon müssen beißen. Das Beißen hat sich ausgezahlt und die längste Stege der Welt ist bezwungen. Und für uns beide geht es wieder mit dem Bändchen abwärts. Ja, es ist 12:45. Wir haben es wieder geschafft. Wir sind wieder bei der Talstation. Adrian, was ist dein Fazit? Du, es war cool, das zu machen. Einmal mal gemacht mit meinem Leben. Das Fazit ist, mit dem Bähnchen geht es ringer, aber es war eine gute Erfahrung. Nächstes Jahr kannst du. Okay, ist gut. Schauen wir dann. Die Organisatoren bestätigen, dass der Lauf auch nächstes Jahr wieder stattfindet. Läufer aus der ganzen Welt, die und vielleicht auch wieder mehr, werden die Möglichkeit haben, die längste Stege der Welt zu erklimmen.